Shopping Queen, das Würfelspiel, ist geeignet für 2 bis 4 Personen und eine Spielrunde dauert in etwa 30 Minuten. Das Spiel beinhaltet 6 Würfel. Mit ihnen erwürfelt man Fashionkarten, bewegt das Shoppingmobil und sammelt Jokerchips. Dann gibt es insgesamt 90 Karten. Davon sind 15 Stück die Mottokarten. Je 3 Mottos werden pro Spiel gewertet. 4 Kleiderschrankkarten. Diese dienen als Versteck der eigenen Karten. 5 neutrale Fashionkarten. Diese sind zum Schließen von Lücken im Outfit da. Und 66 Fashionkarten. Bestehend aus Frisur, Oberteil, Tasche, Kleid, Hut, Hose, Rock und Schuhen. Dann gibt es noch einen Spielplan mit Fashion-Punkte-Leiste und Zeitring. 4 Uhrenchips. Diese zeigen an, wie nah die nächste Wertung ist. Ein Shoppingmobil. Der dreht seine Runden und zeigt an, wie die Zeit vergeht. 4 Spielsteine. Diese zeigen den aktuellen Punktestand an. 20 Jokerchips. Guido hilft nämlich beim Erwürfeln von Fashionkarten und ermöglicht dadurch eine Vorschau auf kommende Mottos. Und dann gibt es noch 16 Farbchips. Je 4 pro Spielerfarbe. Diese werden im Spiel mit 3 oder 4 Personen zur Mottowertung genutzt. Zunächst wird der Spielplan in der Tischmitte positioniert. Die Spielsteine werden vor der 1 der C-Leiste positioniert. Das Shoppingmobil wird auf das Startfeld des Zeitrings gestellt. Es werden so viele Uhrenchips neben den Plan gelegt, wie Mitspieler vorhanden sind. Also bei 2 Spielern 2, bei 3 3. Nun werden die Fashionkarten nach deren Symbolen sortiert und in Stapeln an den entsprechenden Stellen rund um den Plan gelegt. Jeder Mitspieler erhält eine Kleiderschrankkarte. Unter diesen Karten werden die erwürfelten Fashionkarten versteckt, bis es in die Mottowertung geht. Die Mottokarten werden jetzt gut durchmischt und die obersten 3 Karten vom Stapel werden nun verdeckt in einer Reihe ausgelegt. Die übrigen Mottokarten werden in dieser Partie nicht mehr benötigt. Die 5 neutralen Karten und die Jokerchips werden zur Seite gelegt und die Würfel bereitgelegt. Bei 3 oder 4 Spielern erhält jeder Spieler einen Farbchip in seiner Farbe, sowie je einen Farbchip der anderen Farben. Überzählige Farbchips kommen aus dem Spiel. Nun wird die links liegende Mottokarte aufgedeckt. Durch das Würfeln versucht man an möglichst gute Fashionkarten zu kommen. Diese sollten wenn möglich zum Motto passen, um bei der Wertung Punkte einzubringen. Das Spiel läuft über 2 Einkleidephasen, in denen jeweils zuerst das Motto aufgedeckt und die Karten gemäß des Mottos gesammelt werden. Je nach Wertung des zweiten Mottos wird sofort im Anschluss das dritte Motto umgedreht. Dann wird noch mit den restlichen Fashionkarten ein passendes Outfit zusammengelegt und ebenfalls gewertet. Wer am Schluss die meisten Punkte auf der Fashion-Punkte-Leiste gesammelt hat, gewinnt und wird die Fashion Queen der Wohnung. Wer an der Reihe ist, würfelt. Zunächst mit allen 6 Würfeln gleichzeitig. Insgesamt darf man bis zu 3-mal würfeln. Dabei darf man Würfel herausnehmen und bei Bedarf bereits herausgelegte Würfel auch wieder zu einem weiteren Wurf dazunehmen. Mit Ausnahme des Shoppingmobils. Dieser Würfel wird sofort zur Seite gelegt und darf nicht neu gewürfelt werden. Nach den maximal 3 Würfen werden alle 6 Würfel gewertet. Auf den Würfeln befinden sich 6 verschiedene Symbole. Am Ende des Zuges wird das Shoppingmobil auf dem Spielbrett um so viele Felder weitergezogen, wie man Würfel mit dem Shoppingmobilzeichen gewürfelt hat. Würfelt man insgesamt 3 gleiche Symbole, darf man ein Teil mit dem Wert 1 vom Stapel nehmen. Würfelt man insgesamt 4 gleiche Symbole, darf man ein Teil mit dem Wert 2 oder 1 vom Stapel nehmen. Bei 5 gleichen Symbolen darf man ein Teil mit dem Wert 3, 2 oder 1 nehmen. Und bei 2x3 gleichen Symbolen darf man 2 Teile mit dem Wert 1 nehmen. Hatte man einen Spezialwurf mit 6 gleichen Symbolen, dann darf man sich ein beliebiges Teil aus einem beliebigen Stapel nehmen. Die Symbole auf den Würfeln verraten, auf welchen Kartenstapel man Zugriff hat. Die Schere steht hier für Frisuren oder Hüte. Das Kleid steht für Kleider, Hosen und Röcke sowie Oberteile. Die Tasche steht für Schuhe. Und die Pumps stehen für Taschen. Der gewürfelte Guido ist ein Joker. Modetipps vom Meister. Dieses Symbol kann man als beliebiges Symbol nutzen. Joker-Symbole, die nicht sofort genutzt werden, bekommt man als Joker-Chips ausgezahlt. Jeder Spieler darf dabei allerdings maximal 5 davon im Besitz haben.
Die Joker dienen nicht nur zur Verbesserung des Würfelergebnisses. Man darf auch jederzeit in einem Zug 3 Joker-Chips zurück in den Vorrat geben und sich dafür dann eine verdeckte Mottokarte ansehen. Hier an diesen Symbolen erkennt man die Kategorie der Kartenstapel. Erworbene Fashion-Karten legt man zunächst unter seinen Kleiderschrank. Die Fashion-Karten besitzen übrigens eine Vor- und Rückseite. Die Preisschilder auf den Fashion-Karten haben im Würfelspiel keine Bedeutung. Sie gelten nur dann, wenn man die Fashion-Karten zur Ergänzung des Shopping Queen-Brettspiels nutzen möchte. Am Ende des Zuges wird das Shoppingmobil um so viele Felder auf dem Zeitring vorgezogen, wie man Würfel mit dem Shoppingmobil Zeichen gewürfelt hat. Kommt das Shoppingmobil dabei über dem Startfeld zu stehen oder zieht darüber hinweg? So wird ein Uhrenchip auf das nächste freie Uhrenfeld gelegt. Hat das Shoppingmobil so viele Runden gedreht, wie es Mitspieler gibt, kommt es zur Wertung. Übrigens, eine Wertung wird unabhängig vom Shoppingmobil sofort ausgelöst, wenn ein Stapel der Fashionkarten komplett aufgebraucht ist. In diesem Fall kommt das Shoppingmobil auf das Startfeld und alle Uhrenchips werden abgeräumt. Ist es die erste Wertung, fährt das Shoppingmobil danach normal seine Runden bis zur zweiten Wertung. Nun wird das offen ausliegende Motto gewertet. Achtung, jedes Outfit benötigt immer genau 5 Karten. Frisur oder Hut, Oberteil, Unterteil, Schuhe und Tasche. Nur wer ein komplettes Outfit hat, darf an der Wertung teilnehmen. Lücken dürfen aber auch durch solche neutralen Karten gefüllt sein. Wer deshalb nicht an der Wertung teilnehmen möchte, lässt seine gesammelten Karten unter der eigenen Kleiderschrankkarte liegen und behält diese für den Einsatz bei einer späteren Wertung. Wenn man sich nun für die Teilnahme entscheidet, wählt man aus den Fashion-Karten die 5 Teile aus, mit denen man auf den Laufsteg möchte. Hierbei hilft ein weiterer Blick auf die Motto-Karte. Beim Motto Brunch mit Freunden wird zum Beispiel Folgendes empfohlen. Frisur, Strickjacke, Rock, Schuhe, Handtasche. Ein eindeutiges No-Go wäre hier ein Kleid. Für den Fall, dass einem noch das ein oder andere Teil fehlt, kann man diese eventuell durch neutrale Fashion-Karten ersetzen. Beginnend mit dem Spieler, der die Wertung ausgelöst hat, werden die Spielerei umgefragt, ob sie ein neutrales Teil benötigen. Jeder Spieler darf sich nun ein neutrales Teil nehmen. Erst wenn jeder Spieler einmal gefragt worden ist und noch weitere Teile zu vergeben sind, darf man sich ein zweites Teil nehmen. Jetzt präsentiert jeder Spieler kurz das Outfit und preist es mit ein paar Sätzen an. Folgender Schritt findet nur bei 3 oder 4 Spielern statt. Nachdem alle Spieler ihr Outfit präsentiert haben, nehmen nun alle gleichzeitig je einen Farbchip in den Farben der Mitspieler in die Hand. Also nicht die eigene Farbe. Dabei legt jeder jeweils den Chip mit der Farbe des Spielers, deren Outfit er für das Beste haltet, verdeckt durch die Hand auf den Tisch. Dann wird gleichzeitig gezeigt, für welches Outfit man gestimmt hat. Für jeden passenden Farbchip erhält der betreffende Spieler einen Punkt. Die zugehörigen Spielsteine werden sofort auf der Fashion-Punkte-Leiste vorgerückt. Nun folgt die Punktevergabe für die einzelnen Outfits. Für jedes passende Teil zum Motto erhaltet man die angegebene Punktezahl. Die Punktezahl ist hier auf den Karten vermerkt. Es gibt 1, 2 und 3 Punkte. Für jedes Teil, das nicht den Empfehlungen entspricht, bekommt man 0 Punkte. Für jedes neutrale Teil bekommt man einen Minuspunkt. Und besitzt man sogar ein No-Go in seinem Outfit, verliert man gleich 2 Punkte. Wert mir nun das Outfit gemäß den Empfehlungen des Mottos, Brunchen mit Freunden. Empfohlen wird eine Frisur. Nicht gegeben, da wir hier nur eine neutrale Karte haben. Strickjacke? Nein. Rock? Nein. Schuhe? Ja. Handtasche? Ja. Somit haben wir zunächst 3 Punkte. Da wir allerdings eine neutrale Karte im Outfit besitzen, wird ein Punkt abgezogen. Somit ergeben sich 2 Punkte. Nach jeder Wertung werden die präsentierten Stücke wieder auf die jeweiligen Stapel zurückgelegt. Nun rücken alle Spieler die erreichte Punkteanzahl mit der eigenen Spielfigur auf der Fashion-Punkteleiste vor. Nach der ersten Wertung werden die Uhrenchips wieder entfernt und die Punkte wieder neu gezählt. Es wird also das nächste Motto aufgedeckt. Der Spieler, der neben dem Spieler sitzt, der die erste Wertung ausgelöst hat, nimmt die Würfel zu sich und macht sich weiter auf die Jagd nach attraktiven Fashion-Teilen für das nächste Outfit. Wird die zweite Wertung ausgelöst durch das Weiterziehen des Shoppingmobils oder durch das Aufbrauchen eines Nachziehstapels, wird nun die zweite Mottokarte gewertet.
Direkt im Anschluss dann wird das dritte Motto umgelegt und mit den restlichen Fashion-Karten ein passendes Outfit zusammengestellt, sofern noch möglich. Dieses wird dann ebenfalls gewertet. Auch für die dritte Wertung dürfen übrigens neutrale Fashion-Karten genutzt werden. Sollte man zum Schluss noch Karten unter der Kleiderschrankkarte liegen haben, verfallen diese und bringen keine weiteren Punkte mehr ein. Wer dann nach der dritten Wertung auf der Fashion-Punkteleiste am weitesten vorne liegt, gewinnt.